Hallo liberale Freunde und willkommen zu einem neuen Video von uns. Beziehungsweise heute bin ich mal wieder allein unterwegs. Es ist mitten in der Woche und Anne muss arbeiten. Ich habe heute mal einen Tag frei. Ja, es ist gerade Mitte Mai und wie ihr vielleicht hinter mir seht, die Landschaft ist herrlich grün. Ja, wir können echt froh sein, dass es jetzt im April so viel geregnet hatte, dass ich hier die Natur mal richtig erholen konnte. Es ist auch noch gerade Stadtradeln, deswegen will ich jetzt auch einfach mal diesen freien Tag nutzen, um mal eine etwas längere Tour zu machen. Ja, ich bin jetzt schon von Ilmenau aus gestartet und heute gibt es auf jeden Fall viele knackige Anstiege. Und wir werden die zweithöchste Staumauer Deutschlands erkunden, die Talsperre Leibeslichte. Wir haben schon mal ein Video dazu gemacht mit unserem Radwegweiser, aber ich war da jetzt wirklich relativ lange nicht mehr an dieser herrlichen Talsperre. Deswegen dachte ich, heute ist mal der perfekte Zeitpunkt, dieser mal wieder einen Besuch abzustatten, denn meiner Meinung nach ist das die schönste Talsperre in ganz Thüringen. Der kürzeste Weg von Ilmenau zu dieser Talsperre führt über zwei Gebirgsketten mehr oder weniger. Ja, hinter mir ist jetzt das Rinnetal. Da fahre ich jetzt einmal durch, bevor es wieder hoch geht und dann wieder runter zum Schwarzertal, was vielleicht schon etwas bekannter ist. Ja, und da ganz in der Nähe ist eben diese Staumauer. Ja, und ich hoffe, dass es zum krönenden Abschluss eben eine wunderbare Umrundung des Stausees gibt. Ja, und dann geht es an der Staumauer wieder runter und ins Schwarzertal. Und dort möchte ich dann auch durchfahren bis nach Rudolstadt. Ja, und ob ich dann dort in den Zug steige oder eben über den Radweg zurück nach Ilmenau fahre, das werde ich dann noch entscheiden. Und schaut euch einfach mal hier diese Landschaft an. Es ist wirklich unfassbar schön, gerade der Wald hier auf dieser Gebirgskette, der lange Berg, ist zum Glück noch relativ intakt. Ja, ich habe zwar unten zwar schon ein Dacia-Rudel gesehen, ich hoffe, das sind nicht die ersten Anzeichen dafür, dass hier auch bald die Rodung beginnt, aber solange hier eben die Bäume noch stehen, sollte man das auch nutzen. Also vielleicht eine wunderbare Tour, die euch auch ein bisschen inspiriert, hier mal herzukommen. Lohnt sich allemal. Jetzt wünsche ich euch bei dieser Tour viel Spaß. Und mir Hals- und Beinbruch. Voll schön hier, was man alles so entdeckt. Also kommen wieder aus dem ersten Dorf raus. Ist hier ein richtig herrlicher Kräutergarten. Das wäre wieder was für Anne hier. Da würde sie sich richtig wohlfühlen. Müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Besuch abstatten. Ja, hier kann man richtig schön eine Pause machen. Aber ich mache jetzt noch keine Pause. Wäre ein bisschen früh jetzt dafür. Ich fahre jetzt erstmal weiter. Ja, Lieblingsschild. Das ist so wahnsinnig schön hier. Wirklich, wenn ihr mal nach Thüringen kommen wollt, macht's im Mai. Hofft, dass es vorher schön geregnet hat. Man muss bloß wissen, dass das hier halt ist. Ja, ich meine, Thüringen bezeichnet sich immer als die grüne Mitte Deutschlands. Und das stimmt auch weitgehend. Bloß, irgendwie machen sie immer nur Werbung für die Wartburg. Ja, und eigentlich nur für die Wartburg. Dann kommt mal ein bisschen was aus Erfurt. Ich denke, die Leute sind heutzutage auch viel mehr darauf aus, Ruhe zu finden, abseits der Großstädte. Und das geht hier so gut. Ja, wir sind ja wirklich happy, dass wir das hier vor der Haustür haben. Und warum macht man nicht Werbung dafür? Schaut euch das mal an. Das wurde noch nie erwähnt hier, Rinnetal. Kennt kein Mensch. Und wir haben das Empfinden, dass da irgendwie, ich weiß nicht, die Marketingabteilung ja mal ein bisschen erneuert werden müsste, mal frische Ideen reingebracht werden müssten. Ey, da hängt ein Hemd von mir. Ein Vogelscheuchenhemd. Lustig. Ja, jedenfalls haben wir die ja mal angefragt. Also ich kann ja mal jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und wir haben halt unser Video geteilt zum Kanonenbahnradweg, was unserer Meinung nach einer der schönsten Radwege hier ist. So toll ausgebaut, der längste Fahrradtunnel Deutschlands. Ja, denkt ihr, da kommt irgendeine Reaktion? Nichts. Das interessiert ihn null. Komischerweise haben sie zwei Wochen später Werbung für diesen Radweg eben gemacht. Aber nicht etwa, ja, so von wegen Radevergnügen, längster Fahrradtunnel Deutschlands etc. Nee, sondern weil man da mit den Tresinen fahren kann. Gut, kann man auch so machen, ja.
Da hat man hier schon mal Leute, die hier andere Menschen davon überzeugen wollen, nach Thüringen zu kommen, und dann nutzt man dieses Potenzial nicht. Das ist ein bisschen schade. Thüringen hat so viel zu bieten und vor allem auch für Radtouristen. Bloß irgendwie weiß es kaum jemand. Egal, ich fahre jetzt erstmal weiter, genieße diese tolle Landschaft hier. Und ja, da geht's schon auf den nächsten Hügel. Ja, und das ist natürlich da die andere Seite der Medaille. Der Wald ist einfach an den meisten Stellen im Thüringer Wald krank. Ja, hier sieht man es ganz gut. Hier die kahlen, farblosen Bäume und direkt daneben die grünen Bäume, Fichten. Ja, und das wird jetzt hier alles rausgeräumt, was den Borkenkäfer noch verteilen könnte. In der Hoffnung, dass es wirklich nur um den Borkenkäfer geht natürlich. Aber ich sag mal, das ist ja jetzt nichts, was exklusiv in Thüringen nur stattfindet. Das betrifft ja fast alle Wälder in Deutschland. Aber es ist schon krass, das jedes Mal wieder so zu sehen. Etwas verwüsteten Pfaden suche ich mir den Weg nach unten. Bei Glasbach angekommen, befinde ich mich nun mitten im Schwarzertal und überquere direkt den gleichnamigen Fluss. Das Tal zählt zu einem der ältesten Naturschutzgebiete Thüringens und erstreckt sich auf einer Länge von 53 Kilometern. Bekannt ist hier unter anderem die Oberweißbacher Bergbahn, die bei einer bis zu 25% steilen Steigung über 320 Höhenmeter erklimmt und das Schwarzertal mit der Gemeinde Kursdorf verbindet. Wenig später geht es nun auf einen naturbelassenen Radweg parallel zum Fluss entlang, dem ich aber nur ein paar Kilometer folge, da ich nach kurzer Zeit zur Talsperre abbiege. So, jetzt wird es interessant. Ich habe jetzt das Schwarzertal verlassen und hoffe, dass ich jetzt hier diesen sehr schmalen Weg, ich glaube, es wird dann später noch zum Wanderweg, jetzt hochkomme bis zum Stausee. Denn es gibt keinen Weg zum Stausee hoch, abseits einer etwas größeren Straße. Hier kommt man durch. Man muss bloß das Tor wieder schließen, das machen wir natürlich. Ja, also wie gesagt, es führt nur eine größere Straße, serpentinartig, hoch zum Stausee. Die meiden wir eigentlich jedes Mal. Ich weiß auch nicht, ob da so viel Verkehr ist. Aber ist egal, ich möchte immer die entspannten Wege fahren. Die meisten sind etwas unentspannter, sind auch egal. Und es gibt wohl doch noch einen Waldweg bis da hoch. Und den versuche ich euch mal zu fahren. Wird natürlich relativ steil sein. Und beim letzten Mal, als wir im Schwarzertal waren, Anne und ich, wo wir auch das Video gedreht haben, sind wir so einen serpentinartigen Weg hochgefahren bzw. die meiste Zeit geschoben, weil das sind Steigungen jenseits der 20% dabei auf unebenen Boden. Da kommt man eigentlich so gut wie nicht hoch. Also mal gucken, wie es jetzt hier läuft. Schade, ich hätte gedacht, dass ich es jetzt ohne Absteigen schaffe. Aber wenn natürlich hier die Bäume quer liegen, kann ich keinen Bunny Hop drüber machen. Deswegen kurz schieben, denn da hinten liegt schon der nächste Baum. So, da hinten sieht man nun das erste Mal die Talsperre. Der Weg hier hoch war
übelst anstrengend. Aber man hätte es durchgängig fahren können, wenn da eben nicht der eine Baum umgefallen wäre. Aber trotzdem, 18% waren auf jeden Fall dabei. Und das ist immer noch etwas anderes, das auf so einem Waldweg mit Wurzeln zu fahren, als auf einer asphaltierten Straße. Puh, ja, weiß nicht, ob man es empfehlen kann, aber es gibt halt nicht sehr viel mehr Wege hier hoch, außer dann eben die Straße. Schaut euch mal dieses Monster an. Ich werde euch dann, wenn ich dann tatsächlich auf der Staumauer stehe, auf der Mauerkrone, noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber jetzt erstmal den Blick genießen und sich auf die nächsten Kilometer freuen. Jetzt fahren wir einmal hier um den ganzen See. Ja, den sieht man jetzt natürlich nicht komplett, aber der zieht sich richtig weit nach hinten. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es hier rum sind, aber ich glaube schon so um die 20. Und dabei viele, viele Höhenmeter. Also es geht nicht einfach nur auf gerader, ebener Strecke hier einmal rum, sondern ja, wir sind halt immer noch mitten im Thüringer Wald und die Berge sind hier ein bisschen höher. Und anfangs ist der Weg auch noch asphaltiert, aber der größte Teil ist Schotter. Und es ist mittlerweile auch bullig warm. Und ich freue mich so gar nicht auf den heißen Sommer. Naja, ich werde es überleben. Ja, hier sieht man ein kleines Schild, eine Richtung herum um den See jetzt noch 12,1 Kilometer bis zum Ausgangspunkt, in die andere Richtung 7,7. Das heißt, wir kommen auf insgesamt 19,8 Kilometer, da war ich ja mit meiner Schätzung nicht ganz so falsch. Ja, da ist jetzt die Wegzeit in Stunden angegeben. Das gilt natürlich für die, die hier drumherum laufen. Also bestimmt auch eine richtig tolle Wanderung, wenn man mal eine längere Wanderung machen möchte. Ja, man kann ja mit dem Zug hier bis ins Schwarzertal fahren. Und von dort aus dann noch ein Stück Bus nehmen, bis hier an den Ort dann Leibeslichte und dann zum Stausee hochgehen und hier einmal drumherum laufen. Man sieht vom Stausee durch die Bäume natürlich nicht immer was, aber man sollte froh sein, dass hier die Bäume noch stehen und es gibt definitiv genügend Aussichtspunkte. So viel sei schon mal verraten, kam ja auch schon an einigen Stellen vorbei. Ja, und der nächste größere Aussichtspunkt, der dürfte auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Aber besonders freue ich mich auf den Schneiderfelsen, der kommt aber erst relativ am Ende. Das ist wirklich ein richtig schönes Naturschauspiel dort. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Weg. Etwa 300 Höhenmeter müssen bei der Umrundung des Sees überwunden werden. Nicht selten haben die Steigungen auf den Schotter einen schweißtreibenden Charakter. Der Weg führt nun an teils steilen Absturzkanten entlang, was aber für ganz neue, spektakuläre Aussichten auf das blaue Wasser sorgt. Kilometer gestalten sich deutlich flacher, sodass die Fahrt zwischen den Bäumen und die kurzen Ausblicke in die Ferne in vollen Zügen genossen werden können. Es lohnt sich auch mal anzuhalten und in zahlreichen Sprachen der Natur zu lauschen.
Vor meinem nächsten Ziel, den Schneiderfelsen, darf ich noch einmal kräftiger in die Pedale treten. Der Weg verläuft mittlerweile wieder auf Asphalt und sowohl links als auch rechts ist immer wieder etwas Neues zu sehen. Wenig später zweigt ein schmaler Pfad ab, der zum Schneiderfelsen führt, auf dem eine kleine Holzhütte thront. Der perfekte Platz für eine längere Pause. Ja, willkommen am Schneiderfelsen mit dazugehöriger Schutzhütte. Ja, und ein Felsen ist es tatsächlich. Richtig alpines Flair hier beinahe. Mit einem herrlichen Blick jetzt auf die Leibes. Ja, jetzt mache ich ein etwas längeres Päuschen, bevor es dann weitergeht. Der schwerste Part ist ja schon geschafft. Wie ihr vielleicht gesehen habt, verläuft ja jetzt die letzte Strecke schon auf Asphalt wieder. Und das zieht sich jetzt bis zur Staumauer auch durch, soweit ich weiß. Anstiege sind trotzdem immer wieder ganz schön heftig. Also das muss man sich hier ein bisschen erarbeiten alles, aber es macht richtig viel Laune und ich finde den Weg auch schön abenteuerlich. Also ja, deswegen mag ich auch diesen Stausee so sehr. Man sieht zwar nicht immer das Wasser, ja, aber der Weg ist einfach schon an sich total interessant. Und man fährt öfter mal an Felsen vorbei, dann fährt man mal wieder durch einen Wald. Ja, und die Abwechslung ist also gegeben. Jetzt Mittagessen und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Und obwohl wir eigentlich immer Pech haben, wenn es darum geht, irgendwo mal kurz Pause zu machen und da auch etwas länger zu filmen und so, kommen eigentlich immer dann genau dann, wenn wir dorthin wollen, dann andere Leute oder sitzen da schon andere Leute. Heute das komplette Gegenteil. Ich saß da jetzt bestimmt eine halbe Stunde ganz alleine rum auf diesen Schneiderfelsen und kaum bin ich jetzt gegangen, kamen drei Leute schon an. Also das hat wunderbar gepasst. War jetzt eine richtig schöne Pause. Hab, glaube ich, ziemlich gute Bilder machen können. Jetzt aber weiter zur Staumauer. Das ist jetzt nochmal der letzte Punkt auf dieser Umfahrung des Stausees. Dann geht's runter in den Ort und dann wieder auf den Schwarzertalradweg nach Rudolstadt. Wird Zeit, dass ich jetzt auch mal wieder ein bisschen schneller vorwärts komme. Aber darum geht's ja heute eigentlich auch gar nicht. Ich hoffe, euch hat das da auf den Schneiderfelsen genauso gut gefallen wie mir. Wie gesagt, ganz große Empfehlung, das mal auszuchecken, wenn ihr hier in der Umgebung seid. Thüringen hat doch einiges zu bieten. So, wir sind jetzt auf der Staumauer. Hinter mir der Stausee. Ja, ich habe jetzt nicht alle Details parat, aber die Mauerkrone hier ist jedenfalls 370 Meter lang und die Staumauer mit 102 Metern, die zweithöchste ihrer Art hier in Deutschland. Die höchste Staumauer ist ja die Rappodetalsperre im Harz. Früher war ja da hinten der Ort Leibes. Die Leute wurden natürlich dann zwangsumgesiedelt, wie das dann eben so ist. Die tiefste Stelle des Stausees ist 90 Meter tief, also ist ganz ordentlich. Keine Ahnung, wie viel Kubikmeter Wasser das jetzt sind. Ja, also auf Wikipedia findet ihr da bestimmt weitere Einzelheiten. Ja, und auf der anderen Seite jetzt hier unten der Ort. Wenn hier irgendwann mal die Staumauer bricht, dann ist der da unten weg. Da werde ich jetzt jedenfalls wieder runterfahren und dann geht es wieder ins Schwarzertal. Ja, auf jeden Fall nichts für Leute mit Höhenangst hier. Aber wirklich wunderbarer Ausblick. Auf einen Wanderpfad geht es nun steil bergab.
So steil, dass ich ab und zu lieber vom Rad absteige und schiebe. Unten angekommen geht es weiter durch den Ort Unterweißbach, erneut in Richtung Schwarzatal. Folgen Dutzende Kilometer auf einen herrlichen Radweg durch Naturidylle und einladende Ortschaften. Das Wetter könnte besser nicht sein und hier im Tal wirkt die Luft erfrischend. Wer mehr zum Schwarzatal erfahren möchte, den sei unser Radwegweiser zu einer ähnlichen Tour empfohlen. Den Link findet ihr jetzt oben eingeblendet und in der Videobeschreibung. Ja, leider wurde auch das Schwarzatal nicht ganz verschont von den Baumfällungen. Hier ist man normalerweise auch immer durch einen dichten Wald gefahren. Naja, wie gesagt, es ist überall so. Im gleichen Atemzug haben sie wohl hier auch den Weg neu gekiest. Aber das ist so richtig feiner, relativ tiefer Kies noch. Lässt sich gerade echt nicht so geil fahren. Ja, also mit schmaleren Reifen würde ich jetzt hier tierische Probleme haben. Naja, musste ich jetzt erstmal wieder alles so ein bisschen breit fahren, damit das dann wieder besser geht. Ja, und das hier ist natürlich alles ein bisschen traurig. So, ein bisschen zieht jetzt der Wind hier auf. Und auch hier ist mal wieder ein wunderbarer Rastplatz direkt am Wasser. Wirklich toll. Ja, und jetzt ist es auch nicht mehr ganz so weit. Dann bin ich in Bad Blankenburg und dort komme ich raus, nicht in Rudolstadt. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam und das jetzt schon mehrfach gesagt hatte. Stimmt natürlich nicht. Die Schwarzer kommt in Bad Blankenburg raus und fließt dann eben noch ein Stück weiter, dann bis in die Saale. Aber ich fahre ja dann nicht nach Rudolstadt, sondern in die andere Richtung, wieder nach Ilmenau zurück. Ja, kleines Päuschen gemacht und dann geht es jetzt gleich wieder auf den Drahtesel. Bad Blankenburg habe ich schon hinter mir gelassen und jetzt bin ich auf einer Strecke unterwegs, die wir euch schon oft genug gezeigt haben. Ja, das letzte Mal war ich im Winter unterwegs auf tiefem und manchmal nicht ganz so tiefem Schnee. Also wer jetzt nach diesem Video eine Abkühlung braucht, den sei wirklich dieses Video empfohlen. Das war bisher, glaube ich, mein größtes Abenteuer, zumindest Solo-Abenteuer. Da die Empfehlung, da bin ich von Ilmenau bis nach Saalfeld, weiter nach Ziegenrück und dann bis Bad Blankenstein gefahren. Ich glaube Bad Blankenstein, ja. Bin mir gerade gar nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. War jedenfalls eine sehr spannende Tour, die mir einiges abverlangt hat. Ja, und heute bei fast 30 Grad mehr schwitze ich schon wieder ganz schön ordentlich. Tja, so ist das halt mit den Jahreszeiten. So ein bisschen sinnloser Trash-Talk. Und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, die Strecke kennt ihr schon ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr allzu viel filmen. Und ja, da muss ich bloß immer mal zwischendrin melden. Den Weg bin ich jetzt gerade hochgekommen. Das ist sozusagen die Querverbindung vom Saale-Radweg zum Ilm-Radweg, ja, beziehungsweise vom Ilm-Radweg zum, also vom Ilmtal zum Rinnetal. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile bei 1100 Höhenmetern. Jetzt werden es noch so 14, 15 Kilometer sein. Mal sehen, ob ich dann noch die 100 voll mache. Ja, aber durch die Hitze heute, hier ist es gerade allerdings sehr angenehm, aber durch die Hitze heute war es ganz schön anstrengend. Deswegen habe ich jetzt auch den Weg hier durch den Wald gewählt. Es hätte jetzt noch eine andere, schnellere Alternative nach Ilmenau gegeben, aber eben eher über Feldwege. Und hier im Wald ist es
auch durch den Wind gerade richtig schön kühl. Und Anne hat jetzt gerade Feierabend gehabt und die wird mir jetzt auf dem Weg wahrscheinlich entgegenkommen. Mal sehen, wo wir uns treffen werden. So, noch 10 Kilometer und auf den werde ich von Anne begleitet. Sag hallo, Anne. Ja, hi. Ich bin jetzt hier auch mit dabei. Weiß nicht, was in den letzten Stunden passiert ist. Ich war auf Arbeit und jetzt noch eine Feierabendrunde hier schön auf dem Ilmtal-Radweg. Und das da ist Annes neues Fahrrad? Ja, so neu ist es jetzt auch schon nicht mehr. Ja, aber trotzdem relativ neu. Wurde ja auch gebraucht, gekauft. Man weiß auch nicht gar nicht, wann dieses Video hier erscheinen wird, ob man es vielleicht schon mal vorher gesehen hat. Auf jeden Fall ein cooles Gravelbike und langsam kann ich auch so ein bisschen damit fahren. Ja, war anfangs schwierig, aber ich bin zufrieden damit. Und das ist doch die Hauptsache. Da wir jetzt gleich in Immenau landen werden, verabschiede ich mich jetzt hier schon mal. Und Anne filmt mich, was super praktisch ist. Und ja, danke, dass ihr mich auf der Tour begleitet habt. Das waren jetzt knapp 100 Kilometer und 1250 Höhenmeter, also recht anstrengend. Den Link zur Tour findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich noch euch auch ebenfalls schönes Radeln bei genauso tollem Wetter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann ist vielleicht Anne auch wieder etwas länger mit dabei. Ja, freut mich, dass ihr mich begleitet habt und bis dahin. Und jetzt müssen wir dort Platz machen. Das soll ich immer noch was sagen? Video ist jetzt Schluss. Video ist jetzt aus, meine ich. Aus. Aus. Cut, cut. Mach's gut. Ciao, ciao.